Liebe und verehrte Anwesende, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für den Beitrag, der von Herrn Professor Sitte eben gegeben wurde. Und das ist ja eine sehr in kurzer Zeit gelungene Konzentration wesentlicher Gesichtspunkte der modernen Biologie, die auch für manches, was ich ausführen möchte, ein Sprungbrett bietet. Auf der anderen Seite juckt es ja uns beide wohl dann auch, und das wird sich morgen dann wohl stärker artikulieren, wie weit wir uns zart an dieser oder jener Stelle auch gegenseitig zu falsifizieren versuchen können. Das Wort Evolution gebrauchen wir heute völlig anders als vor 300 Jahren. Ich möchte also anfangs jetzt versuchen, noch einen etwas historischen Einstieg zu machen. Evolution heißt nämlich wörtlich Auswicklung. Volvere heißt wickeln. Ex volvere, auswickeln. Und da herrschte die Ansicht unter den Biologen und Medizinern des 18. Jahrhunderts, war schon im 17., aber besonders dann in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts maßgeblich, nämlich das, was wir also Entwicklung eines Lebewesens nennen, nur die Auswicklung eines im kleinsten fertig vorhandenen Organismus ist. Da gibt es nichts Neues, sondern es ist alles schon von vornherein da. In der Welt braucht auch gar nichts Neues entstehen, denn die Welt ist von Gott geschaffen und da Gott ein vollkommenes Wesen ist, hat er alles vollkommen geschaffen und darum braucht es auch nichts Neues mehr geben. Das war die durchgängige Ansicht der europäischen Kultur vor 250, 300 Jahren. Und Linné, einer der großen Biologen nun dieser Zeit, sah seine Aufgabe darin, diesen Schöpfungsplan Gottes zu entdecken. Das war sein ganzes Lebensmotiv. Und es hat dann gerade der Arzt Albrecht von Haller, ein Schweizer, das maßgeblich dann vertreten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, indem er sagte, die in den Keimen, aus denen alle Pflanzen oder Tiere oder Menschen werden, ist eben die fertige Pflanze, das fertige Tier, das fertige Menschlein präformiert, vorgeformt. Das nennt man eben diese Präformationslehre. Und in dem Sinne eben wurde das Wort Evolution wörtlich gebraucht. Sie haben vielleicht inzwischen gemerkt, dass wir heute unter Evolution was ganz anderes verstehen. Dass es nicht determiniert ist, dass nicht vorhersagbar ist, was einmal daraus werden wird. Sogar so weit, dass selbst die genetische Vorgabe nicht völlig determiniert, sondern der Organismus noch vieles zu lernen hat. Man denke nur an die Entwicklung des Immunsystems und so weiter. Nun ist der Entwicklungsgedanke aber schon vor Albrecht von Haller in zarten Anfängen da. Ich nenne den großen Philosophen, Wissenschaftler, Mathematiker des ausgehenden 17. Jahrhunderts Leibniz. Bei ihm gibt es die Formulierung, auch ist wahrscheinlich, dass durch jene großen Umwälzungen, nämlich in der Geologie, der Erdgeschichte, die Arten der Lebewesen sehr verändert worden sind. Also vom Artwandel hat der Leibniz schon gesprochen, 1698. Das Werk ist die Protogaea genannt. Er selbst hat als einer der ersten Fossilien gesammelt, er lebte ja in Hannover im Harz und hat da eben schon kennengelernt, dass
in früheren erdgeschichtlichen Zeiten andere Lebewesen lebten als eben in der geologischen Gegenwart. Oder es findet sich dann 1755 bei de Maillet, einem Franzosen, der an sich gar nicht Naturwissenschaftler war, sondern der war französischer Generalkonsul in Ägypten, schrieb da ein Werk, das erst nach seinem Tode erschienen ist, und da kommt der Satz vor: und wir dürfen keineswegs daran zweifeln, dass in den kommenden Jahrhunderten davon, nämlich von den heutigen Tier- und Pflanzenarten, neue und bisher unbekannte in Erscheinung treten werden. Dann haben Sie den Evolutionsgedanken, wie ihn gerade nun auch Herr Sitte vorgetragen hat, schon von wenigen Einzelnen geradezu intuitiv vorher konzipiert. Oder ich nenne noch den Franzosen Maupertuis, der 1656, also schon 100 Jahre vor Charles Darwin, davon gesprochen hat: könnte man nicht sagen, dass die zufällige Kombination der Naturprodukte, eben weil es nur solche gibt, bei denen sich nur ganz bestimmte Verhältnisse von Angepasstsein vorfinden, die fortbestehen können, es nicht verwunderlich ist, dass diese Angepasstheit in allen heute existierenden Arten anzutreffen ist? Da haben Sie schon die Selektionsgedanken, die Anpassung an der passenden Umwelt und so weiter. Man könnte die Liste jetzt weiter fortsetzen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass noch erstaunlich wenig eigentlich die Wurzeln des Darwinismus wissenschaftshistorisch bemerkt worden sind. Und darum habe ich mal das Bedürfnis gehabt, dem nachzugehen. Und da zeigt sich, dass vor Darwin vom Jahre 1715 bis zur Erscheinung des Darwinschen Hauptwerkes 1859 sich 193 naturwissenschaftlich publizierende Autoren nachweisen lassen, die von der Entwicklung in der Natur sprechen. Also nicht wenige, sondern das geht an fast 200 heran. Und von 55 dieser Autoren lässt sich zeigen, dass sie die Konsequenz gezogen hatten und die durchgehende leibliche Deszendenz der Organismen, also dass die Verwandtschaft auf gegenseitiger leiblicher Abstammung, also auf Elternzeugung beruft, expressis verbis ausgesprochen worden ist. In dieser Zeit zwischen 1715 und 1859 liegt auch das Leben Goethes. Und er ist als Naturwissenschaftler ja immer von sehr verschiedenen Blickpunkten betrachtet worden. In der Biologie hat sich zumeist heute die Einstellung durchgesetzt: Goethe war ein Typologe, der den Typus im Wesentlichen mit in die Evolution einzuführen tätig war, aber dass er kein Evolutionist war, sondern er ist ein idealistischer Morphologe mit Typenlehre gewesen. Auch das lässt sich bei näherem Goethe-Studium nicht festschreiben, sondern es gibt nach mehreren verschiedenen Äußerungen, die man vielleicht noch offen deuten kann, eine ganz klare Aussage, dass er mit dem Wandel der Arten, direkt mit dem Artwandel gerechnet hat. Und zwar kommt ihm der Gedanke auf seiner Reise nach Italien. Er sieht die ihm vertraute Pflanzenwelt nördlich der Alpen sich verwandeln beim Alpenübergang, schon am Südrand der Alpen, dass da die Pflanzen anders aussehen. Und das gibt ihm den Gedanken des Artenwandels ein. Er schreibt das nur in sein Notizbuch. Diese Stelle ist später in seiner italienischen Reise nicht mit abgedruckt worden,
aber sie findet sich in den Paralipomena, also in dem Abdruck seiner Zettel, so könnte man es vielleicht einfach sagen, seiner ungedruckten Hinterlassenschaften darüber. Also, wir können erst einmal festhalten, dass Darwin gar nicht der Begründer der Evolutionslehre ist, dass das, was wir unter Evolutionslehre verstehen, auch sehr verschiedene Theorien sind. Zum Beispiel ist eine Theorie eben ja gut, die Arten haben sich abgewandelt. Aber wie gesagt, das ist schon eher da. Und eine andere ist die, dass die Ähnlichkeiten der Organismen untereinander auf Abstammung beruhen, also die heutigen Ähnlichkeiten, dass die zeitlicher Abstammung eben zeitlich voneinander abstammen, dass eine Realgenese vorliegt. Dann, dass das auf einer Erblichkeit von kleinen Veränderungen beruht. Dann, dass diese Bildung von neuen Arten immer in der Divergenz, also in der Verzweigung von einem gemeinsamen Vorfahren zu mehreren verschiedenen Nachfahren geführt hat. Oder eben dann die Selektionstheorie, dass dabei formend die Umwelt tätig war und sie eben das eine überleben ließ, das andere nicht. Sie sehen, das sind jetzt verschiedene Anschauungen und die bündelt Darwin zusammen. Das sind insgesamt 5 verschiedene Untertheorien, die er zu einer Gesamttheorie zusammenfasst und sie mit einer großen Menge an Tatsachenmaterial unterfüttert und dadurch die Abstammungslehre in die wissenschaftliche Diskussion nun vollständig hereinbringt. Es lässt sich für alle die Ideen Darwins nachweisen, dass sie nicht nur vor ihm schon da sind, sondern dass er sie auch von anderen tatsächlich übernommen hat. In seiner Biografie lässt sich das zeigen. Seine Leistung ist das Bündeln dessen, was die Jahrzehnte, ja, wir können sogar sagen, ein Jahrhundert vorher schon an diesem Punkt gedacht hat. Denn auch eins ist eben vielleicht daraus deutlich geworden, dass eigentlich alle an der Front ihrer Zeit stehenden Naturforscher und Mediziner, der 100 Jahre vor Darwin schon von dem Wandel der Arten, von der Entwicklung, der Veränderung der Arten überzeugt gewesen sind. Warum dann dieser Kampf, der sich dann um Darwin abspielt, das hängt ein wenig damit zusammen, dass der Abbau der ja sehr starken kirchlichen Vorstellungen, die damals durch ein Wörtlichnehmen der Bibel entstanden waren, dass dieser Abbau in England sehr viel später statt hatte als in Frankreich und in Deutschland. Die französische Aufklärungsphilosophie, die deutsche Aufklärungsphilosophie hat hier schon sehr viel eher freien Raum gebracht. Es hat in England etwas länger gedauert. Und drum hatte da England Nachholbedarf und brauchte der massiven Arbeit eines Darwins, um auch dort den Weg frei zu machen und dann eben so gründlich, dass das wieder seine Rückwirkungen auf die Wissenschaftsentwicklung auf dem Kontinent hatte. So könnte man in etwa die historischen Vorgänge schildern. Und nun ist interessant, wie nun dieses Werk Darwins über den Ursprung der Arten 1859 erscheint, in welcher Weise seine engsten Freunde darauf reagiert haben. Also ich behandle jetzt nicht die Gegnerschaft, die da sofort von beiden Kirchenseiten, da sich also mit Darwin ihre Gefechte lieferte, sondern die eng Vertrauten, zum Teil seine Lehrer, zum Teil seine wissenschaftlichen, also seine wissenschaftlichen Lehrer, zum Teil auch seine wissenschaftlichen Freunde. Und greife da heraus Wallace. Wallace ist ein interessanter, jüngerer Naturforscher, der den Gedanken
dass die Evolution durch Selektion geformt wird, eigenständig entwickelt hat auf seiner Reise nach Südostasien. Er hat da im malaiischen Archipel auf der Insulinde reiche Forschungen betrieben. Da gibt es heute noch die Welles-Linie, die da bestimmte Faunen unterscheidet in dem Bereich, und kam zurück mit dieser eigenständig gefassten Idee und hat schon 1858, ein Jahr vorher, in der Royal Society darüber vorgetragen. Dann kamen die Freunde Darwins sofort zu ihm gelaufen, Darwin war nicht selbst bei der Sitzung dabei, und sagten: Charles, du musst jetzt ganz rasch veröffentlichen, sonst hat der Welles die Priorität. Charles Darwin hatte sich vorgenommen, ein mehrbändiges Werk darüber zu schreiben und hatte damit also auch entsprechend vielen Jahren gerechnet, und die Freunde sagten: jetzt alles, was du hast, zusammenstreichen zu einem Band und jetzt rausbringen. Das machte dann auch Charles Darwin, und wie gesagt, ein Jahr später, November 1859 erschien der Band, und sofort war die erste Auflage verkauft. Das ging rasend, wurde sofort in alle europäischen Sprachen übersetzt und machte nun wirklich Wissenschaftsfurore. Und nun ging es darum, wer hat die Priorität? Der Welles hat ja offiziell schon ein Jahr vorher darüber in einer wissenschaftlichen Gesellschaft berichtet. Und die beiden sprechen sich darüber aus. Das ist jetzt sehr interessant, wie das geht. Nämlich mit englischer Fairness. Da sagt der Welles zu dem Darwin: also, ich habe das zwar eher hier eingebracht in die wissenschaftliche Öffentlichkeit, aber ich weiß, meine Gedanken habe ich erst vor wenigen Jahren darüber gehabt. Sie haben den schon vor 20 Jahren gehabt, nachdem Sie die Weltumsegelung machten, und haben zwar nicht darüber veröffentlicht, aber ich weiß, Sie hatten den Gedanken eher als ich. Ich überlasse Ihnen die Priorität. So wäre es. Das heißt, dass wir von einem Darwinismus sprechen, haben wir der Fairness von Welles zu verdanken, sonst hätten wir einen Wellesianismus. Und nun ist interessant, dass diese beiden aber an einem Punkt der Interpretation der Evolution einen Unterschied haben. Das sind sogar zwei Punkte. Sieht man sich dieses Grundwerk von Darwin an, aber auch nachfolgende Schriften wie die Abstammung des Menschen, The Descent of Man, dann sind doch bei Darwin immer wieder noch Töne im Text drin, die man lamarckistisch nennen kann. Darwin hat nicht sich ganz frei vom Lamarckismus gemacht, besonders bei Dingen, bei Interpretationen, wo er nicht sicher war, ob die Selektionstheorie hinreicht. Also der Gedanke des Auges mit seinen ganzen optischen Feinheiten, dass der nun nur per Zufall entstanden sein könnte, sagte Darwin, das würde ihm großes Unwohlsein bereiten, der Gedanke an die Evolution des Auges. Das Thema von vorhin. Und dann hat er eben doch da an solchen Stellen dann wieder lamarckistische Ideen gehabt. Welles war an dem Punkt ein viel härterer Darwinist, hat viel gründlicher lamarckistisches Gedankengut aus seinen Werken und seinem Denken rausgestrichen, aber nicht für den Menschen. Er hat gesagt, die Evolution des Menschen muss anders gelaufen sein als die der Natur, denn wenn das Gesetz gilt, dass das Recht des Stärkeren, die Ausrottung des Schwächeren, nicht nur verständlich macht, sondern sogar dadurch die Verbesserung der Menschheit stattgehabt hat, dann ist das die Untergrabung aller Moral, das ist das Ende alles christlichen Verständnisses, das mache ich nicht mit. Und Charles Darwin sagte zu ihm: wenn ich den Menschen ausnehme von meiner Selektionstheorie und nur eine Ausnahme zulasse, dann fällt meine ganze Theorie zusammen. Entweder alles oder nichts, Darwin, und Welles sagte deutlich: für die Natur ja, für den Menschen nicht.
als Kulturwesen kann ich ihn damit nicht alleine verständlich machen. Sie haben das ja auch etwas angedeutet. Auch da fragt man sich, was hätte es bedeutet, wenn der Wellesianismus sich durchgesetzt hätte und das also, oder ich sag mal so, wenn die beiden, das wäre noch das Schönste gewesen, was man sich heute wünschen würde, wenn die beiden sich geeinigt hätten. Wenn die beiden sich so hätten aussprechen können, dass sie sich da auf einen gemeinsamen Nenner in Ruhe geeinigt hätten. Nun, die Freundschaft zerbrach an diesem Dissens nicht. Wallace ist einer der gewesen, der bei der Bestattung Darwins den Sarg Darwins mitgetragen hat. Die Freundschaft hat gehalten bis zum Schluss. Aber der wissenschaftliche Dissens war deutlich und Wallace hat dann auch sehr deutliche Bücher geschrieben über den Moral Progress, über den moralischen Fortschritt der Menschheit, und das geht nicht per Selektion von Menschen. Ein anderer Punkt, den enge Freunde an Darwin moniert haben, war sein wissenschaftlicher Lehrer, der Botaniker Hooker, Dalton Hooker. Und der monierte, dass er da Charles Darwin Ausdrücke in seinem Werk verwandt hat, die eigentlich in die menschliche Sphäre gehören. Nämlich den Ausdruck eben Zuchtwahl, Selection. Ja, wer selektiert denn? Wenn jemand wählt, muss man voraussetzen, dass er ein Wahlvermögen hat, also Entscheidungsfreiheiten. Das Subjekt gibt es doch nicht. Dann sagt man zwar, die Natur wählt aus, ja, aber wer ist denn die Natur? Das ist ja auch ein Sankt Anonymus. Also wird hier nicht im Grunde eine Vermenschlichung in der Sprache durchgeführt, ein Anthropomorphismus, und ist das überhaupt statthaft? Das war ein Einwand von Hooker. Den gleichen Einwand machte ihm auch Wallace. Und es ist interessant, dass Darwin diese Stelle auch, also diese Kritik, sehr bewegt hat und überlegt hat. Und so gibt es auch dann beim späteren Darwin die Äußerung, talking of natural selection, if I had to command de novo, I would have used natural preservation. Also wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, mein Werk zu schreiben, de novo, von neuem, dann würde ich den Ausdruck vorziehen der natürlichen Bewahrung, natural preservation. Na, und das ist die sachliche Beschreibung, nicht? Was nicht durch Raubtiere oder Infekte und so weiter aus der Fortpflanzungsreihe herausfällt, das bewahrt sich eben von Generationen. Das wäre eine reine, neutrale Beschreibung ohne Anthropomorphismen. Und das Wort Selektion hätte der ältere Darwin gerne wieder zurückgenommen, aber er sagte, jetzt hat sich's eingebürgert, außerdem sieht es schlecht aus, wenn ich das zurücknehme, das hieße ja, ich hätte meine Theorie umgestoßen, das mache ich nicht. Es ändert sich ja im Grunde an meiner Theorie nichts, ich habe nur ein anderes Wort dafür benutzt. Und so hat das dann nicht zurückgenommen. Also diese interessante Kritik hat er im Grunde akzeptiert, aber wie gesagt, den alten Ausdruck beibehalten. Ein anderes ist The Struggle for Life. Auch das wurde von Hooker und Wallace moniert. Der Kampf ums Dasein. Ja, wer kämpft denn da miteinander? Nicht? Sie wissen, wenn irgendwo ein Haus neu gebaut wird, dann hat es da um das Haus herum so einen Rohboden. Und wenn man das sich selbst überlässt, dann siedeln sich da sogenannte Pionierpflanzen an. Da kommt im nächsten Jahr der Huflattich drauf und was es da so an ersten Pflänzchen gibt. Und die machen das ein paar Jahre und inzwischen kommen andere Pflanzen, kommt langsam Gras drauf und später kommen da, wenn man es nicht ganz unberührt lässt, kommen dann da vielleicht sogenannte Beikräuter drauf und dann kommen da Büsche drauf und so weiter. Und eine vom Menschen unberührte Natur in Mitteleuropa landet fast überall in einem Endstadium, das ist der Buchenwald. Also, verschiedene Pflanzengesellschaften
kennen wir heute genau, wechseln einander ab. So, und jetzt, wie soll man das deuten? Das kann man einmal so deuten, dass man sagt, die nächste Pflanzengesellschaft verdrängt die andere im Kampf ums Dasein. Struggle for life. Das Gras überwächst den Huflattich und dann kann der nicht mehr. Und die Büsche überwachsen das Gras und die Buchen überwachsen die Büsche. Aber ist das nicht ein Anthropomorphismus? Wer soll denn da kämpfen gegen wen? Ist das nicht eine zu starke Vermenschlichung? Man könnte ja genauso sagen, der Huflattich macht Platz für das Gras macht freundlich Platz für die Büsche, die Büsche machen dann Platz für den Buchenwald zum Schluss. Jetzt habe ich also keinen militaristischen Anthropomorphismus, sondern einen pazifistischen Anthropomorphismus. Ist beides, sind die gleichen Erscheinungen, an der Beschreibung des Faktischen ändert sich gar nichts, aber die Interpretation ist sehr, sehr verschieden. Welche ist denn nun die richtige? Und da sagte Darwin auf die das Beispiel habe ich jetzt erfunden, aber Darwin sagte dann auf die Einwände seiner Freunde, naja, es versteht doch jeder, was ich meine. Das ist natürlich nur metaphorisch gemeint mit dem Krieg. Also das ist nur ein bildhafter Ausdruck und genauso meine ich es ja eigentlich gar nicht. Aber es gibt dann eben doch dieses, dass dann Darwin auch sagt, doch, da ist ein Kampf im Gange. Wieder ist die Frage, woher hat er diese militaristische Interpretation von einem zeitgenössischen, ihm eng vertrauten Philosophen, das ist Herbert Spencer. Und der hat ihm diese Formulierung angeboten, Struggle for Existence heißt das dann bei Spencer. Das übernimmt er und fühlt sich da philosophisch gedeckt. Wie würde eine neutrale Interpretation solcher militärischen solcher Vorgänge aussehen, ohne militaristische oder pazifistische Beschreibung? Wie würde das aussehen? Wäre doch der sprachlichen Übung wert. Und zwar deswegen, weil ja doch eine historische Folge ist, dass sich verschiedenartigste politische Systeme auf ein Naturgesetz berufen haben, nämlich das Recht des Stärkeren. Denn in der Natur würde das immer für das Bessere besorgen und wir Menschen wollen es da auch immer besser haben, also machen wir das. Abschaffung der weniger Tauglichen. Wer weniger tauglich ist, wer bestimmt das? Ja, natürlich die Experten. Also Sie sehen, welche Merkwürdigkeit es ist, dass eine anthropomorphe Interpretation in die Natur hereingesehen wird und dann als Naturgesetzlichkeit etwas wieder übertragen wird auf den menschlichen Bereich und beide Übertragungsvorgänge nicht genügend reflektiert werden. Mein Wunsch wäre da ein besserer sprachlicher Reduktionismus. Weniger Anthropomorphismus, hier eine größere sprachliche Neutralität und Sachlichkeit. Denn der Chemiker braucht auch nicht in der Biochemie vom Kampf der Moleküle im Reagenzglas sprechen. Aber wir Biologen machen das unentwegt. Da wird von Strategien gesprochen, von Tricks, die die Natur anwendet, von Sie können heute fast jedes Biologiebuch, ob Schule oder Hochschule, aufschlagen, ist das voll mit solchen Militarismen. Zum Beispiel gibt es so mimetische Vorgänge, wo ungiftige Schmetterlinge giftigen Schmetterlingen sehr ähnlich aussehen. Und wenn die Vögel einmal einen giftigen gefressen haben, dann werden sie nie wieder einen, der so ähnlich aussieht, fressen, also auch die Ungiftigen nicht. Und das also macht nun Preservation, Überlebensmöglichkeiten. Schön, gut, ist die Deutung. Und da ist sicher ein hoher Erklärungswert drin. Aber
Aber wenn man das jetzt erklärt, die Ungiftigen täuschen die Vögel. Und was dann die Ausdrücke sind. Ne? Oder noch schlimmer, dass das da nicht nur Täuschung ist, sondern das ist dann Lug und Trug in der Natur und so weiter. Also da wird ganz lustig wieder vom Menschlichen auf die Natur herüber übertragen und der Natur etwas unterstellt, wo man sagen kann, hier geht die Frage der wissenschaftlichen Sachlichkeit doch ein wenig also unter. Ich lese mal einen Satz vor, der könnte von heute sein, stammt allerdings aus dem 18. Jahrhundert. Von den kleinsten Insekten bis hin zum Rhinoceros und zum Elefanten ist die Erde ein einziger Tummelplatz für Kriege, Hinterhalte, Blutbäder, Vernichtung. Es gibt kein Tier, das nicht seine Beute hätte und sich ihrer nicht mit einer bestimmten List und geradezu böser Wut zu bemächtigen suchte. Das ist einer der großen Aufklärungsphilosophen Frankreichs, Voltaire. Ja. Und wie gesagt, achten Sie mal drauf, das haben Sie heute noch in Hülle und Fülle unter dem Tenor Darwin. Und der Darwin war ja ein Mensch von solch einer liebenswürdigen und freundlichen Seelenhaftigkeit, dass also er sicher solche Ausdrücke nur metaphorisch meinte. Aber er hat diese Ausdrücke eben dann doch nicht zurückgenommen und entsprechende Politiker haben sich dessen nun bemächtigt und die Folgen haben wir im 20. Jahrhundert nun ganz gründlich erlebt. Es gibt in einem interessanten Band über die Darwin-Rezeption vor 6 Jahren erschienen, 1995, ein Artikel von Todes, und der weist nun nach, dass die jeweiligen Interpretationen soziologisch bedingt sind. Nämlich England habe damals eben unter den starken Wirkungen der industriellen Revolution gestanden. Dadurch hat sich der Lebensstandard so erhöht, dass das zu einer mächtigen Bevölkerungszunahme führte. Und da war eine Überbevölkerung in England und da kam der Malthus und hat also davon gesprochen, dass für alle das Essen zu knapp wird. Und dann eben die Ellenbogengesellschaft entsteht und der Schwächere eben vom Stärkeren an die Wand gedrückt wird. Und dieses Malthus-Buch hatte ja auch mit einen entscheidenden Einfluss auf Darwins Denken dann gehabt. Und nun macht Todes deutlich, dass bei aller Übersetzung von Darwin im letzten Jahr, also im vorletzten Jahrhundert, dann auch in die osteuropäischen Sprachen, die russischen Biologen diesen Militarismus nicht mitgemacht haben. Kropotkin und Kessler hießen die, die haben versucht, alle Fakten zu sammeln, denen abzulesen ist, gegenseitige Hilfe im Tierreich, heißt da von Kropotkin das eine Werk. Und da wurde also besonders darauf gesehen, wo findet Ergänzung unter den Organismen statt? Wo steht, bietet das eine dem anderen, was der andere braucht, an? Also gegenseitige Hilfe. Und der Todes deutet das damit auf, dass er sagt, Russland war damals im Vergleich zum übrigen Europa sehr unterbevölkert. Die Bevölkerungsdichte war sehr gering, die Dörfer lagen weit auseinander, es waren nur wenige Menschen in den Dörfern da und man konnte nur leben, indem jeder jedem half. Das war die allgemeine Bevölkerungsstimmung. Und so war die Deutung der, ich sag's mal, osteuropäischen Naturforscher mehr die der gegenseitigen Hilfe und der westeuropäischen mehr die der gegenseitigen, also des gegenseitigen Struggles for Life. Bringt er also eine soziologische Erklärung für diese unterschiedlichen Interpretationen. Und das sollte man eben doch auch als Argument mitbedenken, wenn man solche Bücher heute in die Hände kriegt. Ich bin hier gerade in Wien noch vorgestern in eine Buchhandlung gegangen. Da gibt es jetzt diesen Buggetitz hier in Österreich, der schreibt ja laufend solche Bücher.
die Selbstzerstörung der Natur, Evolution und die Abgründe des Lebens. Da wird also das blutige Bild der Natur entwickelt oder ein anderes, Humanität zwischen Hoffnung und Illusion, warum uns die Evolution einen Strich durch die Rechnung macht, nämlich durch die Rechnung des moralischen Verhaltens. In der Natur herrschte also nur der blutige Kampf aller gegen aller. Und dieses Bild wird gerade von Bucketins also mit außerordentlich verbalen Mitteln da ausgebreitet. Und da dürfe man sich keine Illusion davon machen. Also, diesen einen Punkt wollte ich nennen. Darwin ist ja an einer Stelle auch ganz deutlich korrigiert worden, dann vom weiteren Wissenschaftsfortgang. Und das war die Erblehre von Darwin. Darwin hatte noch die Ansicht, dass von allen Organen, von allen Merkmalen des Organismus irgendwelche erblichen Keime, Gemmules nannte er die, in die Keimzellen abgegeben werden und dadurch aus den Keimzellen wieder ein Organismus gleicher Merkmale entsteht. Und dann war es der Botaniker Naegeli und der Zoologe Weismann in Freiburg, glaube ich, nicht? 1885, 84, 85 herum, die sagten nein. Das ist ein Lamarckismus. Nur das, was in den Keimzellen selbst ist, kann weiter vererbt werden. Was in den Körperzellen sich tut, das wird nicht vererbt. Und dadurch können auch keine am Körper erworbenen Eigenschaften vererbt werden. Und das kann man ja dann auch experimentell untersuchen. Und da können so 100 Generationen von neugeborenen Mäusen die Schwänze abschneiden. Die 101. Generation wird doch wieder Schwänze haben. Nicht, weil eben die Änderungen am Körper nicht weitergegeben werden, sondern vererbt wird nur das, was in den Keimzellen selbst vorliegt. Und so spricht man eben dann, da gibt es den Altdarwinismus noch mit einer überalterten Vererbungslehre und dem Neodarwinismus, der mit Weismann und Naegeli einsetzt und der an dieser Stelle fraglos auch Darwin korrigiert hat. Nun ist eben doch das Erstaunliche für den Vorgang der Entwicklung aller Organismen auf der Erde, dass sie mit ihren Umweltverhältnissen so gut zusammenpassen. Also die Passung von Organismus und Umwelt ist ja etwas, was wir immer wieder und wieder bewundern. Man muss nur die Krähen hier fliegen sehen, im winterlichen Wien, wie die eben in die Luft passen. Das ganze Gefieder, der Flug und so weiter, nicht, das passt einfach zu einem fliegenden Wesen. Und wenn sie sich auf einen Zweig setzen, dann haben sie auch solche Krallen, das passt einfach dann zum sich festhalten, es passt eben. Nicht? Und nun ist interessant, wie man diese Eigenwelt- und Umweltpassung im Laufe wieder der Wissenschaftsgeschichte so unterschiedlich interpretiert hat. Also, das eine ist die alte Fassung, Linné, das hat Gott so passend gemacht. Eine andere ist die von Leibniz, der sagt, also die Organismen entwickeln sich, aber was entwickelt sich? Die Monade. Er hatte eine Monadenlehre. In jedem Wesen lebt ein geistiges Prinzip, das nur es hat und es kennzeichnet. Und das selbst entwickelt sich. Und diese Monade ist es, die eben auch die Organismen verändern lässt. Dann haben Sie den Lamarckismus, der sagt, es ist das Bedürfnis. Die Giraffe hat das Bedürfnis, da zu weiden, wo die anderen, nämlich die Antilopen und so weiter, nicht hinkommen, von den obersten, feinsten Blättern. Und bei dem Bedürfnis hat sie immer den Hals gereckt, und dann wurde der eben immer länger. Das Bedürfnis verändert die Organe. Da sehen Sie, jetzt wird ein seelisches angesprochen als Ursache. Das ist der Psycholamarckismus. Aber es gibt noch eine andere Erklärungsweise, die ist auch schon genannt worden, nämlich die Übung. Der Organismus konditioniert sich und übt sich und wenn er eben immer mehr den Hals streckt durch Übung, dann wird er eben auch länger.
Dabei ist immer wieder vorausgesetzt, dass solche körperlichen Veränderungen auch vererbt würden. Die Kritik dagegen ist schon genannt worden. Also hier wird eine Tätigkeit, der Gebrauch der Organe ändert die Organe, als wieder Ursache angegeben. Und jetzt eben noch eine andere Ursachendimension, Selektionstheorie von Darwin. Es kann nicht alles überleben. Die Überproduktion der Nachkommen ist größer, als überleben kann, denn sie futtern sich ja auch gegenseitig auf. Also, wen trifft es am ehesten? Na, die nicht aufpassen oder nicht schnell genug laufen können oder krank sind oder alt sind oder zu jung sind und so weiter. Und da greift eben jetzt die Vernichtung der Schwächeren zu und dann bleibt automatisch das Bessere über. Es wird also hier eine ganz physisch-automatische Annahme der Verbesserung installiert. Nun ist auch eine weitere Frage, was ist denn Verbesserung? Wieso denn Höherentwicklung durch Verbesserung? Das ist gerade auch heute wieder ein reiches Thema in der modernen Evolutionsbiologie, nämlich Höherentwicklung ist ja doch auch ein anthropomorpher Begriff. Von welchem Standpunkt sagt man denn, es ist höher, es ist weiter, es ist besser oder es ist niedriger? Höher und nieder sind doch irgendwelche Werturteile. Können wir uns nicht deren auch enthalten? Dann heißt es ja, im Grunde genommen ist Entwicklung gar nicht eine Entwicklung vom Niederen zum Höheren, sondern es ist eigentlich nur ein Verschieben von Bauplänen. Wertungen lassen wir. Aber man hat natürlich auch versucht zu sagen, was ist denn höher entwickelt und was ist weniger hoch entwickelt. Ein Argument ist zum Beispiel, niedriger ist, was wenig Merkmale hat und höher ist, was mehr Merkmale hat. Also die Zunahme der Komplexität sei ein Kriterium für Höherentwicklung. Man hat gerade jetzt auch die Evolutionsbiologie der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass das nicht hinreicht. Es gibt auch Entwicklung durch Vereinfachung, durch Pädomorphose, durch Verjugendlichung, durch Abbau von Merkmalen, nämlich das kann auch wieder begünstigen, eine zunehmende Universalität, wenn Spezifikationen zurückgenommen werden und dann kann, wenn die Umwelt sich verändert, auch in veränderten Umwelt wieder eine neue Anpassung geschehen, das Überleben machen. Also mit diesem Argument der Zunahme der Komplexität, das reicht nicht hin, das hat man inzwischen gemerkt. Vielleicht kann ich dann noch gegen Ende etwas andeuten, worin man vielleicht doch einen sinnvollen Aspekt für Höherentwicklung in der Biologie denken kann. Denn wenn Entwicklung nur noch Verschieben von Bauplänen ist, dann ist im Grunde genommen der Entwicklungsgedanke gestorben. Das wage ich mir als mein eigenes Urteil. Dann sind alle Katzen grau. Nun erlauben Sie mir, für 5 Minuten ein ganz klein bisschen Biologiestunde zu machen, denn ich muss da ein paar Voraussetzungen erst ansprechen. Sie haben sicher gehört, seit Linné gibt es die Einteilung aller Organismen in einem System. Linné war sich noch deutlich, dass das ein künstliches System ist und forderte, seine Nachfahren mögen doch ein natürliches System machen. Und das ist auch immer natürlicher geworden. Sodass also die Einteilung, auch die Benennung der Pflanzen und Tiere ein Ausdruck dafür sind, dass es hier was verwandt ist, auch sprachlich und gruppenmäßig zusammen bezeichnet wird. Also diese Systematik. Nun gibt es da eine Hierarchie der systematischen Begriffe. Denken Sie Ihre Hauskatze, vielleicht heißt sie Muschi oder so. Das ist ein konkretes Exemplar. Das existiert wirklich, das können Sie sehen, anpacken, auf die Waage legen, fotografieren, in den Arm nehmen und so weiter. Also die Realität ist überzeugend. Nun können Sie als nächstes darauf achten, ja, meine Katze ist so getigert, aber es gibt auch andere so ähnlich getigerte Hauskatzen.
Also kann ich alle getigerten Hauskatzen als einen bestimmten Farbschlag zusammenfassen, würde es eine Morphe nennen. Nun gibt es aber noch andere Katzen, die sind vielleicht so orange-weiß-schwarz gefleckt, gibt es so dreifarbige Katzen auch, ne? Das ist dann wieder eine andere Morphe. Und so gibt es dann vielleicht auch weiße Katzen, Angora-Katzen und so weiter. Ich kann also alle Morphen wieder zusammenfassen zu den Hauskatzen. Das wäre jetzt also eine Catus domestica, heißt Felis Catus domestica, also eine bestimmte Hauskatzensorte. Das ist aber eine Züchtung der ägyptischen Falbkatze von Nordafrika. Also kann ich jetzt die verschiedensten Hauskatzen mit diesen Wildvorfahren zusammenfassen zu einer Rasse. Dann gibt es die europäische Wildkatze, dann gibt es noch asiatischen Wildkatzen und so weiter. Die sind alle untereinander kreuzbar, also gehören die in eine Art von Wildkatzen. Jetzt bin ich beim Artbegriff. Jetzt gibt es aber noch andere Katzen, die sich nicht mit diesen kreuzen lassen, also ist eine andere Art, aber die sehen sich doch so ähnlich, dass ich sie in eine Gattung zusammenfassen kann. Und die Gattungen, die verschiedenen katzenartigen Gattungen, kann ich zusammenfassen in die Familie der Katzen. Da gibt es die Kleinkatzen, haben wir eben von gesprochen, gibt es die Großkatzen, Löwe, Tiger, Leopard, sind auch Katzen. Nun gibt es außer Katzen noch Hunde, also nehme ich noch die Hunde dazu und kann das zusammenfassen als Landraubtiere. Jetzt habe ich wieder einen höheren, systematische Einteilung. Und das ist die Hierarchie der systematischen Begriffe. Da kommt also die Art und dann kommt da die Gattung und dann kommt da eine Familie und dann kommt eine Ordnung. Und dann komme ich also zur Ordnung der Raubtiere insgesamt, wenn ich noch die Robben dazu nehme, die Wasserraubtiere. Und dann gibt es noch verschiedene andere, nämlich Wale und Zwergspitzmäuse und so weiter. Und jetzt kann ich das zur Klasse der Säugetiere zusammenfassen. Und die Säugetiere kann ich zusammenfassen mit anderen Wirbeltieren, nämlich mit Vögeln und Krokodilen und Fischen und so weiter. Und dann komme ich eben wieder zu einem Überbegriff und das ist der Stamm der Wirbeltiere. Oder noch genauer gesagt dann der Chordaten. Sie merken, je mehr ich die Verwandtschaftskreise umfassender gestalte, desto mehr von diesen Formen kann ich da unterbringen. Und wenn ich noch die Wirbellosen dazu nehme, dann lande ich zum Schluss bei der Bezeichnung, also Regnum Animale, das Tierreich. So, und jetzt gehe ich zurück zu Ihrer persönlichen Hauskatze. Die Muschi ist ein Tier, sie ist ein Wirbeltier, sie ist ein Säugetier, sie ist ein Raubtier, sie ist ein Landraubtier, sie ist eine Katze, allgemein, familienmäßig genommen, sie ist außerdem Gattung der Kleinkatzen, sie ist die Art der, also Falb- und Wildkatze, und dann kann ich noch die Rasseneinteilung machen, bis runter zu der Morphe, und dann lande ich unten wieder beim einzelnen Exemplar. Und jetzt die wichtige Bilanz. Diese konkrete Katze hat Anteil an allen systematischen Kategorien. Und die Aussage gilt für alle Organismen. Ich kann auch zu unserem Organismus sagen, es ist ein Lebewesen, außerdem mit allen Tieren zusammen zum Regnum Animale gehören, dann ist es ein Säuger, außerdem natürlich noch Wirbeltier müsste ich nennen, dann ist es ein Säuger, und dann ist es eben ein Primat, und dann ist es und so weiter. Wir haben an allen, jeder Organismus hat an allen systematischen Kategorien Anteil. Das ist so selbstverständlich, dass man sich es nur nie klar macht. Darum habe ich mir das erlaubt. Und jetzt ist das Interessante, dass die Evolutionstheorie natürlich auch die Aufgabe hat, dass sie experimentell bewiesen werden kann. Das war auch ein Einwand der Freunde Darwins, du musst das mal zeigen, wie das passiert, das muss man sehen können. Und da sagte er, ja, die Zeiten sind viel zu groß, die es dazu braucht, da reicht ein Menschenleben nicht, das kann ich deswegen nicht machen. Aber wie gesagt, wir kennen inzwischen auch kurzzeitige Artumwandlungen. Heute könnte der Darwin anders drauf reagieren. Aber wie ist das jetzt also mit dem experimentellen Nachweis von Änderungen?
Und da zeigt sich, dass diese experimentell belegten Änderungen nur die unteren systematischen Kategorien betrifft. Denn auch wenn die Drosophila durch eine Änderung im Hox-Gen-Bereich statt ein Fühler ein Bein macht und so weiter, es wird eben doch daraus nicht eine Hymenoptere, sondern es bleibt eine Diptere im ganzen Beinbau, also eine bestimmte Insektengruppe. Ich kann nie aus einer Apfel eine Birne züchten und kann nie aus einer Erdbeere eine Pfingstrose züchten. Das sind viel zu hohe systematische Kategorien, wo sich eine experimentelle Nachweis bis heute nicht ermöglicht hat. So dass man sagen kann, der Neodarwinismus experimentell ist gesichert für die niederen systematischen Kategorien. Da kann man morphen und es ist auch leicht zu sagen, dass die geografischen Rassen eben doch ganz deutlich auch durch gradualistisch in kleinen Schritten, die also in Anpassung gegangen sind und so weiter. Für die höheren systematischen Kategorien haben wir nur Hypothesen und die gängigste ist die, dass die Änderungen auf den niederen systematischen Kategorien sich so anhäufen, dass additiv dann Änderungen in den höheren systematischen Kategorien wohl geschehen sind. Mag sein, wir können es experimentell nicht vormachen. Und jetzt gibt es eine amerikanische Biologin, die machte einen neuen Vorschlag an der Stelle. Die heißt Lynn Margulis. Und die hatte die Vermutung schon in den 60er Jahren, dass ein Grundaxiom der modernen Biologie nicht stimmt. Nämlich, das steht heute noch in allen Schul- und Hochschullehrbüchern, dass der einfachste Organismus die Zelle ist und alle Organismen aus Zellen bestehen. Ernst von Brügge im letzten Jahrhundert nannte die Zelle den Elementarorganismus. Und jetzt kommt die Lynn Margulis und sagt, nein, da gab es schon den Schimper im letzten Jahrhundert, der hat vermutet, dass die Chlorophyllkörner eingewanderte Blaualgen sind. Sie haben vorhin das schöne Bild gezeigt. Und das konnte die damalige Forschung nicht bestätigen, nicht nachweisen. Heute geht das mit Hilfe eben von Gensequenzierung, denn die Chlorophyllkörner haben eigene DNA. Und die ähnelt in ihrer Basensequenz der Basensequenz von bestimmten Blaualgen. Das ist also kein Zufall, sondern das ist ein sehr schöner Beweis. Dann gibt es Atmungsorganellen, also winzig kleine Atmungsorganchen in jeder Zelle, die Mitochondrien. Da ließ sich nachweisen, weil die auch eine eigene DNA haben, dass die ursprünglich eingewanderte Bakterien sind. Und dann kennt man inzwischen, dass sogar DNA im Kern, in den Kern einwandern kann, durch Retroviren. Also ist die Zelle gar nicht ein, also die kernhaltige Zelle ist doch gar kein elementarer Organismus, sondern ist eine wunderbar abgestimmte Symbiose von noch kernlosen niederen Organismen. Und das ist diese Endosymbiontentheorie der Zelle von Lynn Margulis, 1965 aufgestellt. Und da hatte sie also natürlich die Scientific Community ja erstmal gegen sich, aber in dem Ausmaße, wie sich gerade eben auch die Molekularbiologie, die Molekulargenetik entwickelt hat, konnte sie Erfolg für Erfolg auf ihre Hypothese häufen und sie ist heute allgemein anerkannt. Und jetzt geht die Lynn Margulis noch weiter und sagt, ja, der große Schritt von den kernlosen Organismen, die sicher die ursprünglichsten Organismen waren, denn die Stromatolithen sind ihnen schon gezeigt worden, dass sie in der Zeit der frühesten Gesteinsbildungen schon auftreten. Die wurden zu den höheren Zellen dadurch, dass sich eine Symbiose eingestellt hat. Also nicht die Ausmerzung der Schwächeren, sondern die gegenseitigen Ergänzungen miteinander in einem Überorganismus
von uns heute die klassische Zelle genannt. Man war es etwa vor 2 Milliarden rum, dass die eukaryonte Zelle entstand, also so etwa um die Hälfte der Zeit seit dem Auftreten der frühesten Lebewesen, haben wir dann diese weiterentwickelten Zellen. Könnte es nicht sein, weil dieser Übergang eine ganz hohe systematische Kategorie ist, dass die Entwicklung aller hohen systematischen Kategorien gerade durch Symbiose sich vollzogen haben? Durch Symbiogenese, also Genese, Werden, Evolution durch Miteinander. Und Sie und Ihr Arbeitsteam und viele andere Biologen stellen dann nun auch die Fülle der Argumente zusammen. Ich nenne mal einige. Es ist ein gewaltiger Schritt in der Entwicklung des Pflanzenreiches, das Wasser zu verlassen und das Land zu besiedeln. Und wir können heute paläontologisch schon recht gut belegen, wann das losging und wann das flächendeckend wohl der Fall war. Das war im frühen Erdaltertum, also im Kambrium findet ein besonders massives Auftreten von Fossilien statt. Wir kennen es zwar schon vorher, aber hier besonders. Jetzt kommt Ordovizium und Silur. Das sind also Bezeichnungen bestimmter Zeiten und der darin abgelagerten Gesteinsschichten aus dem Erdaltertum. Das heißt Paläozoikum, Erdaltertum. Und da lässt sich im ausgehenden Ordovizium, aber dann deutlich auch im Silur nachweisen, dass da Spuren von Landpflanzen sich in den Gesteinen finden. Und am Ende vom Silur kennen wir nun auch diese Landpflanzen in ihrer Form recht gut. Diese Coxonia, Obersilur, ist eine der frühen Landpflanzen. Ich brauche jetzt die Merkmale und die Argumente dafür nicht aufführen, aber die sind eindeutig. Und kurz danach, das untere Devon, ist hier eine Landpflanze, das ist die Rhynia, die allerdings in allen, fast allen Lehrbüchern noch in einer falschen Rekonstruktion steckt. Das ist jetzt eine neue, die ist gesicherter. Da sehen Sie, die reckt sich da hoch, oben bildet sie Sporen, also Fortpflanzungszellen, die da in diesen Kapseln sich heranbilden und ist da so gabelig verzweigt. Und hier unten hat sie solche Kriechorgane und da kommen kleine Wurzelchen raus. Da ist der Beginn der Wurzelbildung in der Evolution bei den ersten Landpflanzen nachzuweisen. Und nimmt man das jetzt in genaue Gesteinsschliffe, und da ist eben das Glück, dass da bei dem Dorf Rhyny, wo diese Rhyny ja nach genannt ist, diese Versteinerungen von Kieselsäure so eingebettet worden sind, dass man die genauesten Einzelheiten da auch noch mikroskopisch feststellen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, diese feinen Stränge hier mit diesen Kügelchen. Und die Stränge sind Pilze, Pilzhyphen, und die Kügelchen sind Anschwellungen, in denen jetzt die Pflanze und der Pilz miteinander Stoffaustausch machen. Das heißt, das ist der frühe Nachweis von Mykorrhiza, von Wurzelpilzen. Die Symbiose von Landpflanzen und Pilzen hat überhaupt erst ermöglicht, dass die Pflanzenwelt an Land gehen konnte. Und alle Pflanzen, die wir heute auf Land haben, haben irgendeine Form von Wurzelsymbiose. 90% haben eine Pilzsymbiose und 10% haben eine Bakteriensymbiose. Verhindert man diese Symbiontisierung, indem man jetzt steril irgendeine höhere Pflanze aus dem Samen im Blumentopf zieht, in sicher sterilisierter Erde, wo es keine Pilze und Bakterien gibt, so wächst das auch, aber mickert nur und kann nur sehr langsam und schwer wachsen. Impfen Sie das mit Pilzen oder den entsprechenden Bazillen, sofort wächst die Pflanze kräftig und
einer der Mitgründe des Waldsterbens ist nicht so sehr, dass die Blätter da nur von dem Dreck aus der Luft vergiftet sind, sondern dass die Wurzel Pilzsymbiose schwer geschädigt wird. Dann kann der Baum auch nicht mehr. So sehen wir, dass eine hohe systematische Kategorie, eben die Ausbildung der höheren Pflanzen, der Kormophyten, durch eine Symbiose erst ermöglicht worden ist. Ich nenne ein anderes Beispiel, das sehr bekannt ist. Wieso sehen die Blumen so schön aus? Hier das Alpenveilchen und da das Usambara-Veilchen. Ja, diese schönen Blüten stehen im Zusammenhang damit, dass sie von farbtüchtigen Insekten beflogen und bestäubt werden. Jetzt wer war eher da? Erst die farbige Blume und dann hat das Insekt sich das Farbensehen da irgendwie durch Anpassung erworben? Oder war das Insekt farbtüchtig und daraufhin haben sich die Blumen gefärbt? Das ist der monokausale Denkvorgang. Eines muss die Ursache vom anderen sein. Es ist sehr wahrscheinlicher, dass das ein dauerndes Wechselverhältnis in gegenseitiger Verursachung war, und dass wir hier eben mit einem Koevolution zu tun haben. Miteinander ist die farbige Blütenwelt und die farbtüchtige Insektenwelt evoluiert. So dass auch dieses, dass wir heute über eine herrliche, wunderbare, farbige Sommerwiese gehen und die Schmetterlinge darüber fliegen und die Bienen und Hummeln summen, ein Vorgang der gegenseitigen Ergänzung, der Koevolution ist, der Symbiose ist. Hohe systematische Kategorie wieder. Hier geht es jetzt nicht nur um Artumbildung, sondern das liegt sehr viel höher im Bereich von Klassen und Stämmen. Ich nenne ein anderes Beispiel. Afrika ist der huftierreichste Kontinent. Und das gehört ja zu den großartigsten Erlebnissen, die Sie heute an der Natur haben können, so einen afrikanischen Nationalpark zu besuchen. Und da laufen noch eben die Schwarzfersenantilopen, das Impala und die Wasserböcke und die Kaffernbüffel und die Ellenantilopen herum. Und es ist so, wie es die ersten Europäer angetroffen haben im letzten Jahrhundert. Solche Stellen gibt es noch. Und alle diese Huftiere, es gibt an die 50 Antilopenarten allein in Afrika, die machen nun jeden Tag ihren Kot. Und am nächsten Morgen ist er weg. Wer sorgt dafür? Ein Heer von Mistkäfern. Die fliegen dann schon in der Dämmerung aus, stürzen sich auf den Kot und rollen den so ein paar Meter weiter und dann wird er schleunigst eingegraben unter die Erde. Dann fressen sie was davon oder sie legen ihr Ei herein und die Larven fressen davon. Auf jeden Fall werden die Pflanzen mitgedüngt, von denen dann die Antilopen wieder fressen. Also sie haben eine wunderbare gegenseitige Ergänzung von Antilope und Futter, nämlich ihre Weißgräser jetzt, die jetzt mal hier an den herrlichen Gorongoro-Nationalpark, das ist eine wunderbare Grasweide dort für die Gnus und Antilopen. Und nachts sind die ganzen Mistkäfer im Gange. Und als man nach Australien Huftiere eingeführt hat, die es da von Natur aus nicht gibt, nämlich Schafe und Ziegen und Rinder und Kamele und so weiter, da konnte man dann bald ausrechnen, wie von den Kotfladen, die da also dann da rumliegen, ja, also quadratkilometerweise der Boden zugedeckt wird und da nichts mehr richtig wachsen kann. Was macht man dagegen? Man untersucht, welche passenden Mistkäfer es dafür in Afrika gibt, züchtet die in Mengen hoch, lässt die zu ein paar Millionen dann in Australien los. Und die machen jetzt diese Arbeit wunderbar und das ökologische Gleichgewicht ist wieder hergestellt und die Pflanzen können mit dem darunter gegrabenen Kot wieder einwachsen. Also das wird auch heute benutzt, wenn durch Einführen von fremden Arten das ökologische Ungleichgewicht entstanden ist. Hinweis auf eine herrliche Symbiose, die koevolutiv sicherlich entstanden ist. Sie können sich selbst nehmen, auch wir haben Symbionten, ohne die wir nicht gesund sein können. Das sind unsere Mundschleimhautbakterien und unsere Dickdarmbakterien, die eben auch ganz wichtig sind für unsere Gesundheit,
sodass wir sehen können, bei näherem Zusehen sind eine Fülle an Vorgängen vorhanden, die nur im wechselseitigen Bezug evoluierten. Es kann also Evolution nicht nur in nächster Verwandtschaft geschehen, sondern es kann auch Evolution von verwandtschaftlich sehr weit voneinander entfernten Pflanzen, Wirbellosen, Wirbeltieren und so weiter sich einstellen. Und dadurch lässt sich manches überhaupt erst verstehen, was Sie jetzt mit einer bloßen Kampf ums Dasein-Theorie nicht abdecken können. Und jetzt ist mein Plädoyer, dass man daraus keine Polarisierung der Interpretationen macht, sondern beides dort, wo es hingehört, in Blick nimmt. Und ich vermute, dass sich folgende zu falsifizierende oder zu verifizierende Hypothese bilden lässt, nämlich die Eigenschaften, die jeder Organismus hat und zu den unteren systematischen Kategorien gehören, für die ist jetzt die Selektionstheorie das Angebrachte und das Passende. Das betrifft aber nur einen Teil der Gesamtkonstitution. Der evolutiv besonders stabile Grundkonstitution ist die nicht herausgebildet worden durch den gegenteiligen Prozess, nämlich durch die gegenseitige Ergänzung, die Symbiose. So dass wohl beide Aspekte, also wie soll ich jetzt mal versuchen, möglichst nicht anthropomorph auszudrücken, Entwicklung durch Überleben des Umweltangepassten und Entwicklung durch gegenseitige Ergänzung und dann durch ein Miteinander sich anpassen unter den Organismen statt hat. Nun ist ja irgendwie die Frage, was ist die Umwelt, an die sich ein Organismus anpasst? Und da wird heute meist das Wort Nische gebraucht. Da gibt es eine Nische und in die kann nun gerade ein Organismus mit diesen Umweltfaktoren so gerade noch überleben und dadurch kann er Nachkommen haben und dadurch geht er also nun die Generationenreihe weiter. Guckt man sich das genauer an, dann stellt sich heraus, dass die Nische von den sie besetzenden Organismen selbst verändert wird. Organismen verändern ihre Umwelt und merkwürdigerweise, je niederer sie organisiert sind, desto mehr. In welchem Ausmaße die noch kernlosen, heute noch auch primitivsten Organismen das Stoffgleichgewicht in der Biosphäre bestimmen, eben die Cyanobakterien assimilieren, die klassischen Bakterien dezimilierend, das macht man sich gar nicht deutlich. Den Luftsauerstoff, den Sie jetzt hier einatmen, stammt zu 70% von dem unsichtbaren Mikroben, Leben der obersten Wasserschichten der Weltmeere und nur 30% von Landpflanzen, die Sie mit Augen sehen können. Also damit wird deutlich, welchen gewaltigen Stoffumsatz in der Gesamtbiosphäre und deren Gleichgewichte diese niederen Organismen haben und wir auf diese Weise eben in den Blick bekommen, dass sie die Umwelt massiv mitgestalten, bis dahin, dass sie ganze Gebirge mitbilden können, wie viele, also wir wissen heute, dass auch geologisch, dass eigentlich alle Kalkgebirge nicht nur makroskopisch durch Ammoniten und Muscheln, sondern eben auch dann feinmikroskopisch durch Protozoen oder noch genauer durch eben oft photosynthetisierende Cyanobakterien abgelagert worden sind. Sodass wir auch hier sagen können, sehen Sie nur einen Wald an, da stehen dann die Buchen, ja die verändern doch auch den Untergrund, indem sie ihre Blätter abwerfen und Humus bilden. Die Bodenbildung selbst ist eine Leistung der Organismen, es ist nicht ein anorganisches Substrat nur. Das macht deutlich, dass also immer ein Wechselbezug zwischen Organismus und Umwelt da ist. Und wenn ich nur sage, der Organismus muss sich in die Umwelt
einpassen und wenn er nicht passt, stirbt er halt. Nein, er hat auch Mittel, die Umwelt so zu verändern, dass sie zu ihm passt. Es gibt dieses Wechselverhältnis, ein Amerikaner, Levantine, hat das vor ein paar Jahren im Spektrum der Wissenschaft sehr schön beschrieben, dass die bloße Nischenvorstellung nicht hinreicht, sondern man auch hier wieder mit einem Regelkreis zu tun hat, mit einem Wechselspiel und das nicht monokausal sich vollzieht. Und ich würde das sogar versuchen, als eine gewisse Regel biologischen Denkens zu formulieren. Immer wenn eine Interpretation verabsolutiert wird, dann wird sie wahrscheinlich nicht stimmen, sondern sie braucht eine ergänzende Interpretation und beide zusammen müssen auch in eine interpretative Interdependenz gehen, um wissenschaftlich richtig Code zu evaluieren. Mache ich mich verständlich? Ich nenne einen grundlegenden Vorgang dafür. Entweder sagt man, der Organismus entwickelt sich evolutiv, autonom, aus sich selbst heraus, im Sinne der Leibnizschen Monade. Ein Geistiges in ihm lässt ihn eben so und so entwickeln, nach einer Intentionalität, nach einem Telos, was in ihm selbst liegt. Das ist die eine Denkweise. In jedem Fall also intrinsisch, von innen heraus. Und die andere ist die, nein, er ist ein Objekt, rein durch äußere Faktoren bestimmt. Und wenn er nicht passt, fällt er raus. Und wenn er gerade reinpasst, dann kann er halt überleben. Das ist die extrinsische Interpretation. Der Organismus ist nur von Außenfaktoren bestimmt und ein passives Objekt dieser äußeren Faktoren. Und bei näherem Zusehen ist immer beides der Fall. Selbstverständlich ist er von Außenfaktoren abhängig. Wir haben jetzt den Wintereinbruch gehabt. Was meinen Sie, was das für die ersten Störche und Kraniche bedeutet, die jetzt schon bis zur Ostsee gekommen sind? Das ist hart, dieser nachträgliche Wintereinbruch, nicht? Da gibt es schon Faktoren, wo auch der Organismus in Schwierigkeiten geraten kann. Aber es ist umgekehrt. Er hat eine bestimmte Potenz, wo er auch gegenregulieren kann, wo dann auch die Mauersegler, wenn sie zurückkommen und sehr schlechtes Wetter, nochmal wieder über die Alpen nach Süden fliegen und besseres Wetter abwarten, bis sie endgültig herüberkommen. Also er kann sich helfen. Die Alpensegler können nicht gleich die Alpen abbauen. So weit geht ihre Möglichkeit nicht, ne? Aber guckt man genauer hin, so können doch viele Organismen ihre Umwelt so verändern, dass sie auch lebenstauglicher für sie selbst werden. So dass man auch hier sehen kann, Einzelorganismus und Umwelt stehen in einem Wechselbezug zueinander, der insgesamt in den Blick genommen werden muss. Sehe ich nur den Einzelorganismus getrennt von seiner Umwelt, dann kriegen wir ist der Erfolg die ökologische Katastrophe. Wir brauchen den ökologischen Blick, den Organismus nicht getrennt von der Umwelt und nur als passiver Anpassling zu sehen, sondern als aktives Aufgreifen der Umweltverhältnisse und umgekehrt eben dann natürlich auch die Seite, dass er nicht jede Umwelt annehmen kann, sondern nach seinem Spezialisationsgrad nur ganz bestimmte. Das kann ja sehr extrem gehen. Also, wer mal eine Wasseramsel beobachtet hat, die hat ihren Namen zurecht, denn die fliegt immer über Wasser und am liebsten entlang kleiner Bäche. Und dann fliegt sie alle Kurven eines mäandrierenden Baches genau ab. Ja, unsere Eids würde das auch bequemer machen und die Schlingen abschneiden. Würde eine Wasseramsel nie machen. Die ist geradezu zwanghaft gebunden, nur über Wasser fliegen zu können. Beim Eisvogel ist es fast genauso. Ich hatte mal eine Studentengruppe und da waren wir da am Neckar. Ich entdeckte einen Eisvogel. Dann habe ich von der Gruppe, die da am Ufer frühstückte, gesagt, bitte geh einer mal 100 Meter flussabwärts und ich gehe 100 Meter flussaufwärts. Und immer wenn der Eisvogel kommt, klatscht der eine oder der andere. Dann habe ich erst geklatscht, dann flog er an der Gruppe vorbei bis zum anderen, klatschte den, dann flog er wieder zurück zu mir, dann klatschte ich wieder. Dadurch konnte die Gruppe wunderbar den Eisvogel beobachten. Aber vorbei, über die Wiese wegzufliegen, das kriegte er nicht fertig. Er ist strikt an das Fliegen über Wasser gebunden. Das sind dann diese Spezialisationen, die eben auch dann die Organismen so oder so haben. Und die freie Wildbahn, das hat der Zoodirektor aus Zürich, Hediger, mal sehr schön beschrieben, gibt es gar nicht für die Tiere. Sie sind sehr streng an eine gewohnte Umwelt gebunden, aus der sie nur unter
also, wenn sie gejagt oder gestört werden, dann ihre Gewohnheiten abbrechen. Aber am liebsten laufen sie nur die gewohnten Pfade. Darum gibt es einen Rehwechsel. Und das Reh wird nicht einen Meter daneben laufen. Und der Förster weiß, um wie viel Uhr er den Rehbock wo sieht, wenn in der übrigen Gegend kein Mensch rumläuft und den Vorgang stört. Also da sieht man, welche Stereotypien das Tier auch in seinen Spezialisationen beherrscht. Allerdings, es kann lernen, je höher es steht. Es ist eben eine Grundanschauung der Evolutionsbiologie, dass wenn man heute nah verwandte Lebewesen antrifft, man die Verwandtschaft sieht als Abkunft von einem gemeinsamen Vorfahren. Und wenn man diesen Grundgedanken konsequent zu Ende denkt, dann dürfen wir sagen, alle Organismen, die wir heute kennen, stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab und damit hängen auch die großen Übereinstimmungen in den Gensequenzen dann zusammen. Das gilt, dieser Stammbaum, diese Stammbaumvorstellung gilt, solange das Erbgut regelmäßig von den Vorfahren an die Nachfahren weitergegeben wird. Wiederum eine Prämisse, die so selbstverständlich ist, dass wir sie gar nicht extra beachten. Aber machen wir es mal. Man nennt das den vertikalen Genfluss oder Gentransfer. Das heißt, in der aufsteigenden Generationenreihe, also Großvater, Eltern, also Großeltern, Eltern, dann eben Kinder, dann Enkel und Urenkel und so weiter. In dieser aufsteigenden Reihe wird das Erbgut bei allen Pflanzen, Tieren und Menschen weitergegeben. Und nun beginnt die moderne Biologie zu entdecken, dass es auch Genweitergabe ohne Vererbung in der Generationenreihe gibt. Dass also auch miteinander, untereinander, ohne Nachkommenschaft Erbgut untereinander ausgetauscht werden kann. Das nennt man den horizontalen Genfluss oder Gentransfer. Und dieser horizontale Gentransfer wird mehr und mehr entdeckt für die niedersten Organismen. Da zeigt sich, dass in einer solchen Fülle gemeinsames Genmaterial ausgetauscht sein muss in der frühen Evolution, dass der horizontale Gentransfer das Normale war. Man hat im Grunde schon den horizontalen Gentransfer bei der Entstehung der höheren Zelle. Denn hier ist jetzt eine Bereicherung an Merkmalen, nämlich dass Mitochondrien und Chloroplasten in der Zelle entstehen. Diese Bereicherungen sind ja nicht von Eltern auf Nachkommen entwickelt worden, sondern durch Symbiose, also durch Aufnahme von gleichzeitigen Mitgenossen, deren Erbgut dann mit einwandert. Und diese Organellen der Zelle haben auch untereinander zum Teil ihr Erbgut miteinander ausgetauscht und weitergegeben. Also horizontaler Gentransfer. Das führt dazu, ich kann vielleicht morgen die Folie dazu mitbringen, dass man jetzt neuerdings postuliert, dass also Erbgutweitergabe, Genweitergabe so untereinander geschah wie Nahrungsübergabe. Nicht durch Fortpflanzung, sondern sagen durch auf dem Vorgang, was wir normaler Ernährung nehmen, dann nehmen wir ja auch irgendwas in uns auf, nur wird es dann verdaut. Aber hier wird es nicht verdaut, sondern wird es eingenommen, fremde Gene eingenommen in die eigene Genetik. Es gibt eine bestimmte Gruppe, die das besonders gut kann, das sind die Retroviren. Die werden dann auch benutzt, heute in der Gentechnik, um in andere Organismen bestimmte Gene einzuschleusen.
Dieses Einschleusen, was wir da technisch machen, ist ein horizontaler Gentransfer. Und er muss in der frühen Evolution das Normale gewesen sein. Wenn dem aber so ist, dann können wir nicht sagen, der Genbestand eines solchen primitiven Organismus stammt nur von seinen Vorfahren her, durch entsprechende Mutationen verändert, sondern der stammt von den Mitgenossen her. Also ist es nicht möglich, in dieser Welt der Bakterien und, ja, sagen wir mal allgemein Bakterien und Cyanobakterien und so weiter, diesen ganzen Gruppe der Prokaryonten, also der noch vorkernigen Organismen, ist es nicht möglich, darauf zu schließen, dass es einen gemeinsamen Vorfahren gegeben haben muss. Denn das Genmaterial ist so austauschbar, dass es untereinander eben immer weitergegeben wurde und wir deswegen sagen kann, was ist dann das geschlossene Genom gewesen? Jetzt denke ich mal die Sache zu Ende. Alle diese primitivsten vorkernigen Organismen in der Biosphäre der Erde, die haben erst das totale, das geschlossene Genom gehabt. Das heißt, der Ökoorganismus ist der ursprüngliche und nicht ein Einzelorganismus. Das ist ja die Konsequenz davon. Und wie es zur höheren Zelle kam, ist das auch ein Ökoorganismus, nämlich eine Miniaturlandschaft und nicht ein einzelner, eine einzelne Individualität in dem Sinne eindeutiger genetischer Abstammung durch Elternabstammung nur. Und wenn das der Normalfall in der frühen Evolution war, alle Gene konnten miteinander ausgetauscht werden, dann gab es die Autonomie des Genoms im Einzelorganismus noch nicht. Und nun wird die Evolution wohl so vonstatten gegangen sein, dass immer mehr der horizontale Genfluss eingeschränkt wurde und der vertikale Genfluss immer mehr verstärkt wurde. Und das gilt für alle höheren Pflanzen und Tiere, dass wir den vertikalen Genfluss zumeist kennen und vergessen haben, dass dem ursprünglich gar nicht so war. Das heißt, Evolution ist dann im großen Ganzen so geschehen, dass aus einem gemeinsamen Eukos, aus einer gemeinsamen Biosphäre, sich genetisch erst die verschiedenen Organismengruppen genetisch individualisiert haben und eine immer größere Selbstständigkeit in ihrem eigenen Erbgut bekamen und das allein weitergaben an die Nachkommen. Sodass man von da aus beschreiben kann, es gibt in dem Sinne doch den Gedanken der Höherentwicklung, nämlich die zunehmende erst genetische, aber dann auch anderen physiologischen Bereichen auch aufzeigbare Autonomisierung des Einzelorganismus bis hin zur Individualisierung, die ganz besonders ja nun auch physiologisch der Mensch darstellt. Denn jeder Mensch hat sein eigenes individuelles Eiweiß, darum ist er von daher ja recht untauglich für Transplantation. Bei Pflanzen können sie noch gut okulieren und tropfen und Kakteen aufeinander setzen und so weiter. Das ist alles noch verträglich. Hier ist die Autonomie der Eiweißindividualität sehr hoch bei Menschen. Und das, was er an Krankheiten durchmacht, an Infektionskrankheiten, baut auch ein Immunsystem auf, von dem der Immunologe die ganze Krankheitsgeschichte, soweit es Infektionskrankheiten betrifft, ablesen kann. Und jeder hat andere Krankheiten. Also die Immunologie ist nicht genetisch vordeterminiert, präformiert, sondern wird biografisch individuell erworben. Und ich habe auch kürzlich gelernt, dass selbst auch eineige Zwillinge nicht völlig genetisch identisch sein sollen, denn bei jeder Zellteilung werden die Mitochondrien unterschiedlich verteilt. Das gilt nur für die Kerngenetik, aber nicht für die Mitochondriengenetik. Also das nur jetzt unter Fachbiologen kurz erwähnt, sodass wir sehen können, in der Evolution bis zum Menschen hin hat die biologische Individualität immer mehr zugenommen. Von einem ursprünglichen Zustand, wo die Individualität alle Organismen zusammen umfasste und die Biosphäre der Erde selbst ein Individuum im metaphorischen Sinne jetzt gesagt, wohl war.
sodass wir gerade durch die moderne Biologie doch großartige Aspekte bekommen, von denen wir neu auch das, was uns die frühe Evolutionslehre der vordarwinischen Zeit, dann des Altdarwinismus, des Neodarwinismus und das jetzt gerade durch die Symbiontentheorie wiederum ergänzte Evolutionsverständnis ermöglicht hat. Wenn ich noch was Freches zum Schluss sagen darf, das ist dieses: Ich werde den Eindruck nicht los, dass diese militärische Ellbogentheorie über den Kampf ums Dasein als Verbesserung in der Evolution von einem Mann stammt und die Symbiontentheorie von einer Frau stammt. Ich möchte Ihnen ganz besonders danken für diese sehr, sehr intensive, ernste und grundlegende Diskussion und dieses Gespräch. Aber ganz besonders möchte ich, glaube ich, in Übereinstimmung mit Ihnen unseren zwei Gästen danken, die jetzt stundenlang hier zur Verfügung gestanden sind und uns teilhaben ließen an ihren Einsichten und an ihren Gedanken. Und ich glaube, wir nehmen hier alle sehr viel mit. Vielen herzlichen Dank. Applaus